Was zur Hölle ist das bitte? Viele Menschen sehnen sich nach Gerechtigkeit, danach, dass das Böse in der Welt endlich aufhört. Sie würden gerne das Böse abschaffen. Vielleicht gehörst du auch dazu. Oh mein Gott, nicht du schon wieder. Okay, von oben weg. Gerechtigkeit und das Böse abschaffen ist nicht dasselbe. Und ja, ich würde gern das Böse abschaffen, aber ich darf dich leider nicht umbringen. Das ist per Gesetz verboten. Du würdest also gerne das Böse abschaffen. Wo startest du das Ganze und wo endest du? Ich dachte, das hätte ich ja schon erklärt. Ich darf dich nicht umbringen. Wo ich mit meinen Mordplänen anfange und aufhöre, ist nicht wichtig. Aber genug von makaberen Witzen. Was meinst du jetzt wirklich mit das Böse? Bei Kriegen? Morden? Okay. Aber was ist mit Stehlen, Betrügen, Verleumdung, Lieblosigkeit, Lügen und Lästern? Was ist mit Untreue und Ehebruch? Meiner Meinung nach ist Gut und Böse keine große Ansammlung von Taten, die man in Schwarz und Weiß aufteilen kann, sondern Gut und Böse sind Denkstrukturen. Seine eigenen Interessen vor die Interessen anderer zu stellen, ist beispielsweise in Anführungsstrichen böse. Während seine eigenen Interessen hinten anzustellen, um anderen zu helfen, in Anführungsstrichen gut ist. Natürlich sind gut und böse Ausdrücke aus der Moral und somit vollkommen subjektiv. Wenn wir als Gesellschaft uns allerdings auf einen Konsens von gut und böse einigen können, können wir zum Beispiel unseren Kindern beibringen, sich gut zu verhalten, während wir in Anführungsstrichen böses Verhalten verdammen und das den Kindern beibringen, dass sowas scheiße ist. Wenn das Böse abgeschafft wird, dann werden wir mit abgeschafft, weil wir böse Gedanken haben und weil wir böse Dinge tun und sagen. Kleine Frage, wie funktioniert denn der Himmel? Also wenn alles Böse abgeschafft wird, so wie es im Himmel ja angeblich ist, dann gibt es keine Menschen laut deiner Aussage. Überhaupt keine. Also wie können Menschen in den Himmel kommen, wenn es im Himmel nichts Böses geben kann und alle Menschen von Natur aus böse sind? Die einzige Möglichkeit wäre, dass du als Marionetten-Puppen-Roboter-Ding in den Himmel kommst, ohne wirklichen freien Willen. Liege ich da falsch, oder hast du gerade die Grundthese des Christentums in den Arsch gefickt? Gott hat es schon mal getan, bei der Sintflut. Und er hat versprochen, dass er das nie wieder tun wird. Das Böse wird also weiter existieren, weil die Menschen ohne Gott böse sind. Also sagst du, Gott ist Agent Smith aus der Matrix. Du stirbst, kommst in den Himmel und Gott rammt dir die Hand in den Brustkorb, es macht bidi 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 und du siehst aus wie Agent Smith mit schwarzem Anzug und allem und Gott unterdrückt deinen freien Willen und ich hatte eben vollkommen recht. Aber mal zum Alten Testament, du hast dich ja auf die Sintflut berufen, als wäre es ein historisches Fakt, also berufe ich mich auch aufs Alte Testament. Die moralischen Regeln, die von Gott gegeben werden, um die Menschen moralisch hochzuhalten, sind absoluter Bockmist. Du darfst eine Frau vergewaltigen, solange du ihren Vater auszahlst und sie heiratest. Es ist moralisch gut, Angehörige anderer Religion zu töten, Leute zu töten, die am Sabbat Stöcker sammeln und Homosexuelle zu töten. Und wenn du in den Krieg gehst, darfst du kleine Mädchen als Sexsklavin nehmen. Und das ist nur eine Handvoll von Gesetzen. Und wenn das die Regeln, die Gott für die Erde gibt, sind, wie sieht's denn erst im Himmel aus? Aber als Jesus Christus, der Sohn Gottes auf der Erde war, war er ohne Sünde. Er war vollkommen gerecht. Also Jesus war ohne Sünde. Du meinst, so wie er im Zorn, übrigens Zorn ist eine der sieben Erzsünden, die Geldwechsel aus dem Tempel geworfen hat. Und er ist absolut gerecht, so wie damals, als er den Sklaven geheilt hat, aber nicht gesagt hat, dass der Sklave jetzt frei ist oder befohlen hat, dass der Meister den Sklaven freilassen soll. Das heißt, dieser sündlose, absolut perfekte, gerechte Mensch findet Sklaverei okay. Die Bibel sagt, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. In der Bibel steht auch, dass man die Kinder Babylons an Steinen zerschmettern soll und dass du die Heiden mit eisernem Zepter wie Töpfergeschirr zerschmeißen sollst. Also in der Bibel steht so manches, das meiste davon ignorierst du vollkommen. Gott hasst die Ungerechtigkeit und wir sind weit davon entfernt, gerecht zu sein. Sein Zorn traf seinen Sohn. Du sollst ihn nicht sehen. Denn was wird wohl passieren, wenn Gott vollkommene Gerechtigkeit schaffen wird? Wenn er all das, was du bereits vergessen hast, richten wird? Laut Bibel wären es die Sünden bis in die dritte und vierte Generation. Also wenn dein Urgroßvater ein Arschloch war und weil du in Deutschland bist, ist das wahrscheinlich. Ja, doof gelaufen.
Aber biblische Gerechtigkeit ist sowieso Schwachsinn. Du hältst dich ja auch nicht dran. Du steinigst keine Homosexuellen, du tötest keine Hexen. Das heißt, du kommst an denselben schönen, warmen Ort wie ich. Und das ist im Grunde das, was du mit diesem Video zeigen willst. Das ist das übliche Pascal-Wetten-Gedöns. Stell keine Fragen und bete und hör auf zu denken. Sonst kommt Gott und haut dir auf die Fresse, weil Gott ist nämlich mächtig. Fürchte Gottes Zorn. Hast du noch irgendwas anderes Sinnvolles zu sagen? Oder überhaupt irgendwas Sinnvolles zu sagen? Wow. Das war dasselbe Video wie immer, oder? Menschen sind sündhaft und böse und darum stell keine Fragen und gehorche. Wir sehen uns.